Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ein Senior-Expert aus meinem Wahlkreis Groß-Gerau hat einmal gesagt, wir geben keine Fische, sondern die Angel, um Fische zu fangen. Und dieses Bild gefällt mir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sehr gut. Und ich glaube, Hilfe zur Selbsthilfe kann man kaum treffender beschreiben. Entwicklungszusammenarbeit verfolgt viele Ziele. Die Ausgangssituation hierbei wird stets komplexer. Die Globalisierung nimmt zu, Wertschöpfungsketten über alle Kontinente hinweg bestimmen das Handeln und die Digitalisierung erleichtert und fördert dieses Zusammenwirken. Und nicht zuletzt, Kriege und Naturkatastrophen zerstören bereits Erreichtes. Und nun muss nachdenklich stimmen, dass der Nutzen für die weltweit 450 Millionen, die in die Lieferketten eingebunden sind, sehr unterschiedlich ist. Aus meiner Sicht gibt es zwei Botschaften. Erstens, nur fairer Handel ist guter Handel. Jeder sollte angemessen profitieren und der Umgang miteinander sollte von Wertschätzung geprägt sein. Ja, kann man klatschen, ja? Deutschland hat gerade hier eine lange Tradition. Ich denke an die Arbeitnehmervertretungen, an die Gewerkschaften und auch an die Verbände. Hinsichtlich der Arbeits- und Umweltstandards können wir uns hier positiv einbringen und mitgestalten. Mitgestalten bei uns zu Hause, indem wir verantwortungsvolles Unternehmertum fördern und Menschenrechte schützen sowie fairen Handel unterstützen. In den 80 Partnerländern, in denen wir unter anderem die Entwicklung von Arbeitnehmervertretungen und Verbänden begünstigen. Die zweite Botschaft lautet, nur was auf Dauer vor Ort in den Entwicklungsländern und auch den Schwellenländern erfolgreich ist, hilft, die Weltarmut zu reduzieren. In der EU-Handelspolitik können wir darauf drängen, dass finanzielle Mittel für kleine und mittlere Unternehmen bereitgestellt werden, die unsere Wertevorstellungen in ihre Projekte aufgreifen. Ja, helfen vor Ort, den Menschen eine Perspektive geben. Die öffentliche Wahrnehmung seit 2015 ist häufig, Fluchtursachenbekämpfung ist euer einzigstes Interesse. Da sage ich, nein, das stimmt nicht. Der Flüchtlingsstrom hat uns die Armut der Welt lediglich näher gebracht. Er hat uns das Elend vor Augen geführt und vor allem gezeigt, dass unsere Hilfeleistungen, die wir für die Geflüchteten in Deutschland aufwenden müssen, nur sehr begrenzt wirken. Es gibt enttäuschte Bürger, aber auch enttäuschte Flüchtlinge. Kritiker sagen auch, Entwicklungszusammenarbeit ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Weltbevölkerung wächst rasant, unsere wirtschaftliche Hilfe kann hier nicht Schritt halten. Korruption und Ausbeutung sind stetige Begleiter. Da sage ich, ja, alles das stimmt, aber es ist kein Grund zum Wegschauen. Es gibt Win-Win-Situationen, diese müssen wir finden und für uns nutzen. Bei der Entwicklungszusammenarbeit geht es nicht um deutlich mehr. Es geht auch um Frieden und um den Erhalt der Ökosysteme. Die Zahlen im Bundeshaushalt sprechen für sich. In dem Zeitraum bis zum Flüchtlingsstrom von 2004 bis 2014 haben sich die Ausgaben verdoppelt. Im Jahr 2018 sind die bereits angesprochenen 9,44 Milliarden eingesetzt, ein Plus von 10,5%. Und ich glaube, nachdem ich heute die Rede der Kanzlerin gehört habe, dass wir uns um die Jahre 2019 bis 2021 auch heute noch keinen Kopf machen müssen. Da sehe ich uns perspektivisch, denn das Thema gewinnt an Betrachtung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das stetige finanzielle Engagement der Bundesregierung ist erkennbar und wichtig. Die CDU-CSU-Fraktion ist der Auffassung, das ist gut investiertes Geld. Es vervielfacht sich in seiner Wirkung durch die Aktivitäten unserer Partner. Mein Fazit lautet, lassen Sie uns daran arbeiten, dass die Welt auf allen Kontinenten Heimat bietet, dass wir weltweit schonend mit unserer Erde umgehen, somit Klimaveränderungen entgegenwirken, um Naturkatastrophen zu reduzieren und drittens, der Mensch, egal wo er lebt, unter menschlichen Bedingungen daran teilnimmt. Kommende Woche reisen wir mit einer Delegation nach Peru und Ecuador. Wir machen uns ein eigenes Bild vor Ort, schauen uns dort Bergbau und Naturschutz an. Unser bisheriges weltweites Engagement darf nicht verloren gehen, auch wenn wir zu Recht in Afrika einen Schwerpunkt setzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Minister Gerd Müller, der sehr engagiert vorbildlich seine Aufgabe wahrnimmt, dem Ministerium und allen Akteuren. Und an dieser Stelle sage ich auch Danke an das Ehrenamt, das sehr stark Entwicklungszusammenarbeit unterstützt, wertvolle Akzente setzt
und der Kollege Kröll hat es bereits gesagt, vor allem einen hohen menschlichen Beitrag hierbei leistet. Ich wünsche uns ein kraftvolles Wirken für die Schwachen auf unserer gemeinsamen Erde und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Als letzter Redner zu diesem Geschäftsbereich hat der Kollege Carsten Körber aus der CDU-CSU-Fraktion das Wort.